Zunächst einmal, lieber Karl Theodor, eine große Rede heute wieder, brillant. Und auch für jemanden, der nicht in allen Bereichen zustimmt, immer eine Freude zuzuhören. Und dennoch muss ich natürlich sagen, dass ich anderer Meinung bin. Manch ein Parteifreund hat mich heute versucht, dazu zu bewegen, nicht zu reden, hat gesagt, du reitest einen toten Gaul, Entschuldigung, du wirfst dich hinter einen abfahrenden Zug. Das bringt nichts mehr.